Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Review. Heute haben wir für euch das Set Rentier. Das ist von Lego Creator, hat die Nummer 30474 und hat eine Altersbeschränkung von 6 bis 12 Jahren und hat 77 Teile. Und das, ja, das packe ich jetzt mal aus. Ja. Ja. Da sind die Teile. Das ist ja ein Polybag, deswegen sind es keine einzelnen Tüten. Und hier ist die Anleitung. Das ist so eine Faltanleitung. Das ist eine sehr große Anleitung. Kriege ich gar nicht ganz aufs Bild. Ja. Und was sagst du zu dem Set? Ja, also ich finde es sehr schön. Wir haben hier ein Creator-Set, allerdings kein 3-in-1-Set. Ja, sehr. Es ist ein Set, was in einer Tüte ist. Polybag. Polybag. Und ja, also nehmt man auf jeden Fall mit, hat einen günstigen Preis. Für 3,49 Euro haben wir es jetzt bekommen. Ja. Und nimmt man auf jeden Fall mit, finde ich. Ja. Und wir bauen das jetzt auf und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn das Set aufgebaut ist. So, jetzt sind wir fertig mit Bauen. Und jetzt zeigen wir euch die Funktionen des Sets. Ja, also erstmal hier. Ist halt ein kleines Set. Ja, ist ein kleines Set. Wir haben halt hier die Geschenke. Zwei. Und dann das Rentier. Ja, so ein großes rotes Geschenk. Und ein blaues mit Schleife noch oben dran, ja, wie man erkennen rote kann. Rote Schleife jeweils, hier auch. Jetzt hier haben wir das Rentier. Das kann natürlich, ist natürlich beweglich, man kann die Beine bewegen, den Kopf. Ja. Der Arme hat es ja nicht. Ja. Ja. Hier so ein kleines Stummelschwänzchen. Genau. Ja. Hier. Und wir haben noch die Aktion heute übrigens. Findet Luke, haben wir ja auch in späteren Videos wahrscheinlich immer. Den haben wir hier irgendwo versteckt. Ja. Und wenn ihr den findet, schreibt es einfach in die Kommentare. Ja. Und mal gucken, ob ihn jemand findet. Ja. Ja. Hier, der hat hier noch zwei Glöckchen. Genau. Ja, die lassen sich auch bewegen. Genauso wie fast alles an diesem Modell. Naja, ja. Die Beine und der Kopf. Ich finde, es ist ein sehr schönes Modell. Ich auch. Für deswegen gebe ich diesem Set 6,5 Punkte von 10. Oh. Es ist ein kleines Set, was wir für 3,50 Euro schon im Handel bekommen haben. Und ja. Ja, ich gebe dem Set 7 Punkte. Für 3,50 Euro lohnt sich das auf jeden Fall. Ist günstig und ist sehr schön. Lohnt sich. Wenn ihr das mal irgendwo seht, nehmt es mit. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen nochmal von bei diesem Review mit dem Unboxing. Mhm. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Ja. Tschüss. Tschüss.